Hallo ihr lieben Kreativen und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Dieses Mal wieder ein Video aus der Kategorie Superschnelle und einfache Karte. Wir brauchen für unsere Karte ein DIN A4 Papier. Das habe ich mir schon zurechtgeschnitten. Und zwar als erstes habe ich gefalzt bei 10,2. Habe das dann einmal umgeknickt und habe den Rest übrig gelassen. Das wird dann nämlich unsere Kartenauflage. Wir brauchen zudem Designerpapier in 5 verschiedenen Farben. Ich habe mich hier jetzt an so Türkis, Bermuda Töne gehalten. Dann brauchen wir zwei Handstanzen. Und zwar ist das einmal eine Blume und einmal ein Kreis. Hier könnt ihr aber natürlich auch andere Handstanzen benutzen. Wir brauchen einmal einen Stempel. Ich habe hier Jetzt ist die beste Zeit von Schaff Production. Und wir brauchen noch ein paar Nouveau Drops. Ich habe jetzt hier die Farbe Ivory Seashell. Genau, dann hätte ich gesagt, fangen wir an, weil es soll ja ein schnelles Video werden. Genau, so. Als erstes fangen wir an mit unserem Schneide- und Falzbrett, weil wir wollen uns nämlich unseren Hintergrund ein bisschen interessanter gestalten und falzen uns hier oder prägen uns hier nämlich jetzt Querlinien ein. Die dienen nachher natürlich auch dazu, dass wir unsere Kreise, die wir nachher ausstanzen, dass wir die auf eine Höhe aufkleben können. Genau. So, und zwar... Ich gehe auf 2 cm, beziehungsweise ich gehe auf 2,5 cm und dann mache ich eine Falzlinie rein. Und ab da gehe ich jetzt immer in 1/4 Inch Abständen weiter, wenn das so Sinn ergibt, und falze dann da wieder. Die 1/4 Inch könnt ihr ganz einfach anhand der Linien, die bis ganz nach oben gehen, sehen. Genau. Wenn euch da eventuell nur jedes zweite Inch besser gefällt, also dann werden die Linien halt nicht so viel und dann sind sie halt auch ein bisschen mehr auseinander, dann dürft ihr das natürlich auch machen. Da ist euer Kreativität und eure Fantasie keine Grenzen. So. So sieht es jetzt bei mir aus. Ich hebe es mal ein bisschen besser in die Kamera, dass man es sieht. Genau. Perfekt. Dann werden wir uns gleich unseren Spruch stempeln. Und zwar nehme ich mir dazu meine Schaumstoffunterlage. So, da ich mit einem Holzstempel arbeite, benutze ich die Stempelhilfe Olaf dafür. So, jetzt brauche ich noch mein Stempelkissen. Ich benetze mir einmal den Stempel mit Stempelfarbe und setze einen Abdruck auf die, auf das Plastikstückchen. So, und jetzt kann ich nämlich genau positionieren, wo ich denn meinen Spruch hinhaben will. Ich möchte den ganz gern hier hinhaben, ziemlich weit rechts und zwischen die erste und die zweite Falzlinie. So, wenn das mir hier gefällt, nehme ich wieder die Stempelhilfe. Gehe mit dem Stückchen Plastik weg, benetze mir nochmal meinen Stempel mit Stempelfarbe und stempel dann einmal ab. So, ich sehe jetzt gerade, dass mir das J ein bisschen nicht so gut gelungen ist. Ich könnte jetzt theoretisch die andere Seite noch verwenden
für einen Test, ob es da besser wird, würde ich jetzt auch machen in meinem Fall. Genau, wenn nicht, nehmen wir eben doch die erste Seite. So, ich lege hier auch nochmal das Plastik an. Gehe dann mit meiner, mit dem Holzstückchen hin. Benetze nochmal meinen Stempel mit Stempelfarbe. Und jetzt sehe ich gerade, dass ich ein bisschen zu viel benetzt habe. So, das habe ich jetzt einfach gerade nur weggewischt. So, jetzt sollte das passen. Und ich stempel hier nochmal schön ab, in der Hoffnung, dass es jetzt besser wird. Okay, das hat überhaupt nicht funktioniert. Oh Mann. Ja, manchmal soll es halt auch nicht mit, mit einer Stempelhilfe sein. Manchmal funktioniert es nicht. Wenn ich auf mein Handy gucke, dann zeigt es mir mittlerweile an, dass wir es 11:45 haben. Ja. Das heißt, wir benutzen jetzt einfach die Seite und tun so, als sei gar nichts passiert. Genau. Wir können jetzt aber auch schon mit unserem Tombow unsere Kartenauflage auf unseren Kartenrolling draufkleben. So. Da gucke ich einfach nur, dass ich oben und unten ungefähr einen gleichen Abstand habe. Und klebt es dann hier gut fest. Und dann kann unser Kartenrolling auch schon mal weg. Wir kommen jetzt nämlich zum eigentlichen, ja, was die Karte ausmacht. Und zwar sollen nachher bunte Kreise auf der Karte sein. Und in den bunten Kreisen soll dann ja diese Blume drin sein, in Weiß. Und es müsste, ich gucke jetzt gerade mal meine Probekarte an. Genau, wir haben 5 Kreise, deswegen hatte ich mir auch die 5 verschiedenen Farben hingelegt. Und die, ja, stanze ich mir jetzt einfach einmal raus. Wenn ihr keinen Handstanzer habt, könnt ihr hier natürlich auch, ja, eine Kreisstanzschablone verwenden. Perfekt. Dann werde ich mir noch 5 Blumen ausstanzen. Und auch hier, wenn ihr hier keinen Handstanzer habt, dann dürft ihr natürlich auch eine Stanzschablone verwenden. Und noch das letzte. Okay. Gut, dann klebe ich gleich meine Blümchen auf meine Kreise auf. Natürlich könnte man die jetzt einfach perfekt mitten reinkleben, aber ich finde, das ist fürs Auge interessanter, wenn man die immer ein bisschen, ja, dezentral, wenn man sie einfach ein bisschen Scheps draufklebt. Wenn ihr das nicht machen wollt, wenn ihr das, ja, perfekt mittig draufkleben wollt, dürft ihr das natürlich auch machen. Ja, sind ja hier immer bloß Beispiele, die ich euch gebe. Müsst ihr ja nicht eins zu eins nachbasteln. Ich gucke jetzt gerade auf meine Uhr. Meine Uhr sagt mir jetzt gut 8 Minuten. Das heißt, mein Kärtchen wird ein perfektes 10-Minuten-Kärtchen. Ja, vielleicht 11 Minuten. Aber an sich, ja, wie gesagt, geht es wieder sehr, sehr schnell. Genau. So. Was ich mir noch zurechtgeschnitten habe, sind hier kleine... Moment. So. Sind hier so kleine... ja, Kreise, wo ich einmal 3, 4 und 5 übereinander geklebt habe. Das dient einfach jetzt nur dazu, dass die Kreise nachher unterschiedlich hoch auf meinem Kartenrolling draufkleben. Einfach nur, weil es ja halt interessanter fürs Auge ist. Genau. Den Schritt könnt ihr natürlich überspringen.
Ihr könnt hier natürlich auch mit Schaumpads arbeiten, vielleicht in unterschiedlichen Höhen oder einfach einmal ein doppeltes Schaumpad. Aber das ist natürlich auch vollkommen euch überlassen. Dann können wir uns jetzt auch schon anfangen, unsere Karte zusammenzukleben. Ich gebe hier einfach ein bisschen Kleber auf und ich klebe dann einfach meine Blüten auf. Das lasse ich erst mal kurz weg. Und ich glaube, ich mache euch einmal kurz ein bisschen größer, dass ihr besser seht, was ich mache. Ich gehe hier ein bisschen weiter in die Mitte rein. Ich gucke jetzt natürlich auch, dass meine Blümchen jetzt nicht alle ja quasi nach rechts zeigen. Das zeigt jetzt eher nach oben. Das ganz rechts, das lasse ich jetzt eher weiter nach rechts gucken. Ich gucke jetzt natürlich auch, dass der Abstand hier rechts und links ungefähr gleich ist. Und jetzt kann ich nämlich im letzten Schritt die beiden mittleren, wenn man es so sagen will, aufkleben. Und hier gucke ich nämlich jetzt auch noch, dass der Abstand ungefähr der gleiche ist. Wenn das jetzt nicht ganz passt, dann ist das auch nicht so, so tragisch. Genau. So. Dann als allerletzter Schritt werde ich jetzt noch mit dem Nuvotrop werde ich mir kleine Tropfen in meine Karte, in das Innere von meinen Blümchen reinsetzen. Auch den Schritt könnt ihr natürlich überspringen. Hier könntet ihr zum Beispiel auch Glitzersteinchen reinsetzen oder Diamond Painting Steinchen. Ja, oder ihr könnt es einfach weglassen. So, die Nuvotrops müssen jetzt trocknen. Und meine schnelle Karte für heute ist beendet. Mein Projekt ist fertig. Mir gefällt die Karte sehr gut. Als erstes denkt man, okay, ist eigentlich nichts Besonderes. Aber ja, wenn man dann doch die Prägelinien sieht und dann die Blumen, die nicht so zentral sind, sondern die so in alle Richtungen irgendwie gucken, dann ja, gefällt mir die Karte ausgesprochen gut. Ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, dann hinterlasst mir gerne einen Daumen nach oben. Und ein Abo, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Und dann wünsche ich euch viel Spaß beim Nachbasteln. Wenn ihr nachbastelt, dürft ihr mich gerne auf Social Media verlinken, besonders auf Instagram. Auf Facebook bin ich ehrlich gesagt nicht mehr so wirklich. Genau. Und ja, dann wünsche ich euch eine gute, gesunde und kreative Zeit. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss!